habe heute keinen Bad Hair Day, sondern Bad Face Day, Alter. Was geht ab, Freunde des Paranormalen? Und willkommen oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Abby, das ist mein Kanal. Wenn du neu bist, ein herzliches Willkommen an dich. Lass doch ein Abo da, wenn dir so Themen wie Geister gefallen oder Dämonen oder Spuk oder generell jeglichen creepy Shit, den du dir vorstellen kannst. Denn darüber reden wir hier auf diesem Kanal. Wer bei mir auf Instagram am Start ist, der weiß, dass ich momentan so vielleicht ein bisschen hart in der Death Note World versinke. Mal wieder. Hand aufs Herz, wer hat Death Note geschaut? Wenn nicht, schaut ihn euch unbedingt an. Auch wenn ihr kein Anime-Fan seid, schaut ihn an. Der ist so gut und so durchdacht. Dieser Typ, der den geschrieben hat, Genie. Genie? Auf jeden Fall, ja, Abby, was hat das mit dem Video zu tun? Du redest mal wieder drum rum. Ja, ich weiß. Und zwar, Animes kommen aus Japan. Japan ist an sich sehr geil und ich interessiere mich sehr für japanische Kultur, für das Land und so weiter und so fort. Und ich habe festgestellt, viele von euch tun das auch. Und dann dachte ich mir, tauche ich in Japan ab und suche uns da mal eine spannende Geschichte raus. Und ich bin natürlich auch fündig geworden, denn in Japan und Asien allgemein gibt es so viele Legenden und so viel creepy Shit, da könnte ich wahrscheinlich, allein darüber meinen Kanal füllen. Ich habe nämlich heute mal wieder eine Urban Legend für euch und es geht heute um Mord, Rituale und Geister. Also genau unser Ding hier, ne? Also würde ich sagen, labern wir nicht weiter drum rum, macht euch einen Tee, kuschelt euch in eine Decke, jetzt wird's spooky. What if? Death speaks to you. Would you dare to listen? In Japan gibt es, wie gesagt, eine urbane Legende, die um eine Familie handelt. Diese Familie hieß Himuro und sie soll in einem Haus gewohnt haben, das nach dieser Familie benannt worden ist, nämlich die Himuro-Menschen. Man weiß nicht ganz, wo sie liegen soll. Man sagt, außerhalb von Tokio, in den Bergen, irgendwo, im Nirgendwo. Also kein Mensch hat so wirklich eine Ahnung, wo das ist. Keiner hat Berichte davon, keiner hat die gefunden. Und wenn sie sie gefunden haben, sind sie verschwunden oder gestorben. So das Übliche halt. Dieses Haus, wo diese Familie gewohnt haben soll, gilt in Japan als einer der heimgesuchtesten Orte, wenn nicht der heimgesuchteste Ort, wenn es ihn wirklich gibt. Wie gesagt, es ist eine urbane Legende, es gibt keine Beweise dafür, keine Belege, aber egal, die Geschichte ist spannend, wir schauen sie uns an. Wie gesagt, über diesen Platz gibt es nicht viel Infos, außer dass es halt irgendwo in den Bergen im Nirgendwo ist und dass dieses Haus von 5 Schreinen umgeben sein soll, jeweils auf einem anderen Berg, sodass das so eingekreist ist von den Schreinen und das macht auch ein bisschen Sinn, so im Laufe der Geschichte. Dieses Haus hat jetzt aber eine besondere Geschichte. Also nicht nur die Familie, die darin wohnt, sondern auch dieses Haus. Denn dieses Haus soll auf den Hell Gates gebaut worden sein. Also die Tore zur Hölle auf Deutsch. Da fragt man sich jetzt, was war zuerst, das Haus oder die Gates? Also laut Legende, die Gates und dieses Haus soll einfach auf diesen Gates drauf gebaut worden sein. Also auf dieses Tor zur Hölle. Damit die Familie da wohnen kann und dieses Tor verschlossen halten kann, damit die Welt nicht im Chaos versinkt. Also eine Familie hatte quasi die Verantwortung für die ganze Welt, für uns alle. Gut, dass sie nicht gescheitert sind. Spoiler sind sie doch. Was muss man also tun, um diese Tore zur Hölle geschlossen zu halten? Das schauen wir uns jetzt nämlich an. Denn die Familie war dazu ja gezwungen, kann man sagen, alle 50 Jahre ein Ritual zu machen, damit diese Tore verschlossen bleiben und damit keine bösen Geister oder böses Unglück oder Karma die Welt vernichtet. Dieses Ritual war sehr grausam und es wurde unterteilt in 3 weitere Rituale. Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Kerzen fackeln demnächst hier irgendwas ab. Diese 3 Rituale, also diese 3 Unterteilungen eines Rituals, heißen jetzt das Strangling Ritual, das Blinding Ritual und Demon Tag. Und ich gehe die jetzt kurz mit euch durch, diese Schritte, die man da beachten muss. Und glaubt mir, es wird wirklich grausam. Also falls ihr gerade am Essen seid oder so, vielleicht lieber nachher das Video anschauen. Für dieses Ritual hat man jetzt ein Mädchen nach dessen Geburt ausgesucht, um an ihr dieses Ritual zu vollziehen.
Ja, war ein richtiger Satz. Und dieses Mädchen hat man dann einfach weit ab von der Zivilisation aufgezogen, was eigentlich nicht weiter schwierig war, weil dieses Haus ja schon im Nichts war. Aber bevor dieses Mädchen jetzt ins Spiel kommt, muss zuerst das Blinding-Ritual gemacht werden. Und das hat man genau eine Nacht vor dem Strangling-Ritual gemacht, nämlich die Nacht vom 12. Dezember. Das hat den Grund irgendwie, dass in dieser Nacht, nur in dieser einen Nacht, der Mond halt irgendwie perfekt mit irgendeinem Schrein übereinstimmt und das halt nur in dieser Nacht gemacht werden kann. Whatever. Jetzt wird ein anderes Mädchen, das zuvor ausgesucht wurde im Demon Tag, aber ich erkläre euch gleich noch, was das Demon Tag ist. Vielleicht sollten wir mit dem Demon Tag anfangen. Nein. Nein, das eine ergibt sich durch das andere. Also dieses Mädchen kommt in den sogenannten Blinding Room oder halt Blindenraum und wird dann dort gefesselt und dann bekommt sie so eine Maske auf, aber da, wo die Augen sind, sind quasi so Stäbe nach innen, sodass, wenn sie die Maske aufgesetzt bekommt, halt ihre Augen ausgestochen werden. Deswegen auch das Blinding-Ritual. Diese Maske wird später für das Strangling-Ritual auch gebraucht, also diese Maske mit dem Blut und so weiter braucht man, um dieses Höllentor zu verschließen. Kommen wir jetzt kurz zum Demon Tag. Das wird nämlich nach dem Blinding-Ritual gemacht, bei dem alle Mädchen, die älter sind als 7 Jahre, 9 Monate und 5 Tagen sind, mitspielen müssen. Ja, wenn ich Zahlen ausspreche, habe ich instant den Satz davor vergessen. Ich bin so ein Mathe-Legastheniker. Dieses blinde Mädchen eben jetzt muss jetzt diese anderen Mädchen fangen. Und das erste Mädchen, das sie fängt, ist dann das nächste Mädchen, das blind gemacht wird. Das zweite Mädchen, das sie fängt, ist dann die Auserwählte für das nächste Strangling-Ritual. Also es gibt jetzt hier auch zwei Versionen von dieser Geschichte. Die eine ist, dass die Familie eben alle 50 Jahre dieses Ritual machen muss. Und die andere, dass die Familie das alle 10 Jahre machen müssen. In dieser Version wird dann eben auch dieses Mädchen, das als nächste ausgewählt ist für das Strangling-Ritual, 10 Jahre lang in eine Zelle gesteckt, wird da gefangen gehalten quasi von der Familie weg und so weiter, damit ihr Wille quasi gebrochen wird zu leben und dass sie dafür bereit ist, ihr Leben zu geben. Weil ich meine, sie hat ja offensichtlich kein Leben mehr. Und damit sie halt keine menschlichen Beziehungen irgendwie eingeht, weil wenn man das macht, also wenn das Mädchen menschliche Beziehungen eingehen würde, dann wäre das Ritual für den Arsch. Also dann würde das nicht funktionieren. Und dann wäre die ganze Welt im Chaos. So, und jetzt zum Großteil dieses Rituals, das Strangling-Ritual. Hierfür wird das ausgewählte Mädchen dann, oder Frau, je nachdem, welche Version man jetzt nimmt, 50 Jahre oder 10 Jahre, an den Handgelenken, Fußgelenken und am Hals gefesselt. Auch hier gibt es wieder zwei Versionen, entweder dann an 5 verschiedenen Pferde gefesselt, die dann draußen rumrennen, oder auf eine Platte mit so 5 Drehtürmen quasi und die drehen sich dann so lange, bis sie halt tot ist, also erwürgt worden ist und ihr Körper auch noch dazu in 5 verschiedene Teile getrennt wurde. Dieses Seil, was jetzt blutdurchtränkt ist, macht die Familie jetzt vor dieses Höllentor und diese Maske vom zuvorigen Blinding-Ritual soll man wohl auch vor die Tore legen. Damit ist die Hölle wohl ein weiteres Mal versiegelt für die nächsten 50 oder 10 Jahre. Jetzt geht die Geschichte aber weiter, dass es ein Mädchen gab, mit dem man das Ritual nicht vollführen konnte, weil sie sich eben verliebt hatte und eine menschliche Beziehung angefangen hat. So würde das Ritual nicht funktionieren, weil sie nicht mehr rein ist oder so und dadurch konnte dieses Ritual mit diesem Mädchen nicht stattfinden. Sie hat sich in einen Mann verliebt, der da wohl zufällig vorbeikam oder so. Keine Ahnung, wo der herkam. Auf jeden Fall hat die Familie ja jetzt dieses Ritual nicht vollführen können. Das heißt eigentlich, dass die ganze Welt halt am Arsch wäre. Und deswegen ist einer der Familienmitglieder ein bisschen durchgedreht, weil sie ja die Verantwortung quasi für die ganze Welt hatten, dass er damit halt nicht umgehen konnte und quasi alle aus der Familie umgebracht hat und sich dann am Ende auch selbst das Leben nahm, nämlich mit Harakiri. Also er hat die Familie mit dem Schwert umgebracht und sich dann selbst auch erstochen mit diesem Schwert. Ja, also wie gesagt, das ist eine urbane Legende, man hat keine Beweise dafür und ich meine, die Geschichte ist auch ein bisschen unglaubwürdig. Also
teilweise unglaubwürdig. Also das mit dem Höllentor, ich meine, ja, wir sehen, unsere Welt gibt's noch, ja, also wir sind noch nicht in den Unweiten der Hölle versunken. Aber dieses Ritual, ich meine, es gibt kranke Menschen auf der Welt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es sowas gegeben haben könnte. Und auch dieser Mord in dem Haus könnte es auch gegeben haben. Dass halt keiner weiß, wo dieses Haus ist, das macht es für mich so ein bisschen suspicious. Aber im Grunde so diese Grundidee, ja, könnte schon stattgefunden haben. So. So, und jetzt schauen wir uns aber mal kurz den Ursprung von dieser Legende an. Denn die kommt von einem PlayStation-Spiel, das im Jahr 2002 veröffentlicht wurde. Das hieß Fatal Frame. Und laut dem Macher beruht dieses Spiel auf einer wahren Begebenheit, nämlich diese Himuro-Familie. Interessanterweise steht das nur auf der englischen Version drauf. Auf der japanischen Version stand das nicht drauf. Jetzt kann man darüber spekulieren, warum das so ist. Also entweder, weil es halt einfach nicht stimmt. Oder aber, weil wir wissen ja, die Japaner sind sehr religiös und sehr gläubig mit ihren Göttern und I don't know, dass man halt jetzt auch annehmen könnte, man hat das nicht gemacht, um die Leute halt vielleicht nicht hysterisch zu machen oder so. Weil man halt auch sagt, nicht nur dieses Haus von der Himuro-Familie ist verflucht, sondern halt auch das Land drumherum und die Städte drumherum und so weiter. I don't know, aber das macht es trotzdem noch mehr suspicious. Aber der Macher namens Shibata sagt weiterhin, dass die Geschichte wahr ist, denn er hat Sachen gesagt, wie die Leute, die halt dort waren, die haben dort ein Tunnelsystem entdeckt und keiner wusste, wer das gemacht hat oder zu welchem Zweck das diente, dass man unerklärliche Blutspritzer und blutige Handabdrücke im Haus gefunden haben soll, dass man auch Geistererscheinungen dort gesehen haben soll und scheinbar, wenn man ein bestimmtes Fenster fotografiert, kann man wohl ein Geistermädchen fotografieren, das davor nicht da war. Und auf dem Dachboden soll wohl so ein Talisman versteckt sein, der halt dieses ganze Haus irgendwie schützen soll oder so. Und alle, die diesen angefasst haben, sollen halt gestorben sein. Und um ihre Handgelenke, Hals- und Fußgelenke sollen Seilabdrücke vorzufinden gewesen sein. Jetzt hätte man halt dieses Ritual an denen gemacht. Und ebenfalls gibt es auch eine Statue wohl von einer Frau im Kimono, deren Kopf fehlt. Also Fazit, keiner weiß, wo sich dieses Haus befindet. Es gibt keine Beweise, es gibt keine Belege, es gibt niemanden, der meint, schon mal dort gewesen zu sein. Es gibt keine Fotos, abgesehen von einem Foto. Das soll das einzige Foto von der Himura-Menschen sein. Und die Japaner selbst sagen so, das könnte jeder Schrein in Japan sein einfach. Dann haben wir halt als Grundlage nur dieses alte Horror-Game, das halt mal als wahr betitelt wird und mal als nicht wahr betitelt wird. Und laut meiner Recherche gibt es auch sowas wie dieses Strangling-Ritual nicht offiziell. Auch Menschen, die sich halt mit Japan befassen und darüber halt jahrelang irgendwie gelernt haben, sagen so, denen ist noch nie irgendwas von diesem Strangling-Ritual untergekommen, außer halt diese Geschichte. Ja, also falls sowas stattgefunden haben sollte, ist es grausam, keine Frage. Ich bezweifle ein bisschen, dass diese Legende stimmt, auch wenn sie echt eine sehr gruselige Geschichte ist. Allerdings stellen sich mir halt so ein paar Fragen, nämlich, wer bewacht jetzt dieses Höllentor? Also wer sorgt jetzt dafür, dass das versiegelt bleibt? Und was wäre, wenn kein Mädchen geboren worden ist? Warum überhaupt ein Mädchen? Warum kann es kein Junge sein? Warum sind immer wir Frauen die Leidtragenden? Aber wir besser mit Schmerz umgehen können. Lasst mich eure Theorie wissen. Ja, letzten Endes überlasse ich natürlich euch die Entscheidung, ob diese Geschichte wahr sein könnte oder nicht. Ich fühle mich wie Jonathan Frakes. Glauben Sie, diese Geschichte ist wahr oder ist sie frei erfunden? So oder so, lasst mich wissen, was ihr von dieser Geschichte haltet. Ob ihr glaubt, sie könnte wahr sein oder nicht. Ob ihr so im Allgemeinen mehr über asiatische Legenden und Geisterwesen wissen wollt. Und hört in meinen Podcast rein. Unten verlinkt. Zwei Folgen gibt's schon. Ich bemühe mich jeden Monat eine weitere rauszubringen. Die erste geht um Haunted Dolls und die zweite um Selbstliebe und wie manifestiere ich mein Traumleben. Also hört da gerne rein. Das ist ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, doch. Und ich da sehr viel Arbeit und Liebe bisher reingesteckt habe, deswegen hört da gerne rein. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal.
aktiviere die Glocke, wenn das nicht schon geschehen ist, damit du nicht verpasst, wenn ich hochlade. Ich lade jeden Freitag um 18 Uhr ein Video hoch und manchmal auch dienstags, wenn ich mich danach fühle. Und das war's. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.